Hallo liebe feenhafte FIFA-Freunde, hier sind wir wieder bei unseren feenhaften FIFA. So, machen wir mal weiter. Noch mehr F ist mir jetzt nicht eingefallen. Unser Hund dackelt hier auch wieder schön lang. Und gibt es eigentlich keine Katzen und Hunde, frage ich mich. Hühner gibt es immer irgendwie in den Spielen. So, wunderbar. Hier sind wir jetzt als kleine brüte Fee unterwegs. Juhu! Und können dann direkt auf unseren vollen Postkosten zugreifen. Neue Versandverträge sind verfügbar. Hey, Herzchen. Wie nennt mich Herzchen? Jade, die Versandlagerbesitzerin. Okay, Spatzi. Dann gucken wir nochmal rein. Was haben wir hier? Hollys Newsletter für jede Jahreszeit. Herbst. Endlich ist es Herbst, Azorianer. Und ihr wisst, was das bedeutet. Nein. In jedem neuen Jahreszeit könnt ihr neue saisonale Pflanzen bauen. Hier gibt es rote Beete, Rotkohl und Kürbis. Warum muss das alles rot sein? Rote Beete, Rotkohl und Kürbis. Also zwei von drei Sachen mag ich schon mal gar nicht. Und mehr. Schaut einfach im Laden vorbei und schnappt euch den Verwandlungsdünger. Und wenn ihr mehr Zeit als Geld habt, könnt ihr auch noch euren eigenen herstellen. Ja, nun danke. Okay, ja, das ist ja... Das heißt, wir haben jetzt... Oh. Neuer Schmetterling. Komm her. Der große Bursche. Jetzt... Oh. Ein Monarchfalter. Okay. Die ist auch wirklich groß. Das heißt, unsere ganzen Felder sind wir wieder komplett hinig hier. Ja, wir haben Herbst. Okay. Gut. Dann können wir den hier auch direkt reinschmeißen. Okay. Wir müssen also hier neue Sachen anpflanzen. Mhm. Okay. Ich glaube, Verwandlungs... Ja. Hätten wir sogar noch. Flümp. Oh, mal ein paar Blümchen hier pflücken. Scheint immer sehr anstrengend zu sein. Das ist auch nicht rum. Oh. Krafttraining hier. Zump. So, die haben wir auch. Ja, Gießen brauchen wir hier nichts. Das heißt, ihr könnt ja auch von den ganzen normalen Sachen gar nichts anpflanzen. Ne? Hier habe ich noch was zu essen. Das ist schon mal gut. Tee haben wir auch noch. Hier müsste ich mal verhackstückeln. Was aber Fisch. Ja. Hm. Das ist der großzügige. Hier ist das, ne? Hier ist der Beliebende. Was soll ja noch alles für Dünger, Mensch? Halleluja. Kann ich die Rüben? Nochmal gucken, ob die. Weil die könnte ich immer pflanzen. So. Das ist der großzügige. Habe ich keinen Verwandlungsdünger mehr? Ist natürlich auch möglich. Den verplempert habe. Ah doch, habe ich da noch. Dann haben wir eh nur noch zwei, dann können wir die auch hier. Aha. Okay. Gut, dann können wir hier auch Rübensamen nehmen. Und hoffen, dass sie sich einfach in die entsprechende jahreszeitliche Feldfrucht verwandelt. Okay. Geht das auch noch Bohnen? Ja, jetzt habe ich alle genommen. Nein, jetzt auch egal. Hm. Es geht mit denen auch. Das heißt, da kann man noch hoffen, dass was anderes draus wird. Aha. Okay. Aber ich will jetzt hier nur 1 Milliarde Bohnen sehen, damit Dünger verwandeln. Vielleicht auch eher die teurere Variante, hier was anzustellen. Gut. Bohnen, die hacken wir mal schön klein. Zack. Geschnittenes Obst können wir hier noch machen. Ich glaube, der Apfel bringt aber was, wenn man verkauft, ne? Ne, 15. Das ist nicht so viel. Hm. Knollensalat können wir machen. Oh. Gibt 20 Energie. Wäre so viel wie ein Ei.
wunderbar. Mal unsere Schnuffeltiere hier. Hallo, ich will noch mal die Hühner. Den drängt euch immer vor. Schlümmel ihr so. Topaz-Siegel kann ich machen. Oh, okay. Komm, dann machen wir das mal. Was haben wir? Was haben wir? Ups. Hier ist viele hüpfen hier. Ja. Mit dem Huhn los. Hallo? Oh, die waren mal wieder fleißig hier. Komischerweise nur zwei was gegessen. Ah, der Rucksack ist voll. Gut, dann können wir jetzt nichts ernten. Das ist dann das Blöde. Wir sind schon wieder überladen. Nee, das geht bitte alle nicht. Wie sieht's hier aus? Ah, da müssen wir mal ein Bienchen reinsetzen, ne? Haben wir auch keins mehr momentan. Die ist das hier am Bearbeiten. Okay. Komme ich jetzt aber nicht so dran. Okay. Okay, da müssen wir Bienen reinsetzen. Arbeitsbiene. Gut. Gut, könnte ich ja diesen Blumen auch hier schon mal verkaufen. Da kommt schon wieder so einer. Und die Schmetterlinge auch. Die brauche ich. Okay. Ach, hier haben wir noch was. Salat mit 35 ist auch nicht so schlecht. Was schon fliegen? Ja, wunderbar. Was ist hier eigentlich für Zeug? Wilder roter Mangold wächst hier. Ernst? Okay. Und hier haben wir jetzt Kratzbeeren. Aha. Den Kratzbeeren. Eigentlich Himbeeren, oder? Ja. Yum, 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 yum. Dann können wir daraus bestimmt wieder schönen. Ja, wenn's. Wir brauchen wahrscheinlich eher wärmende Sachen, denke ich mal jetzt. Oh, dann fliegt mir direkt von der Nase rum. Kann ich auch nichts für. So, Beeren. Mangold können wir auch zerhackstückeln. Schön. Fanschmecker. Das bringt Fangproduktivität. Das können wir gut zum Angeln benutzen und das Kochen. Kann man gut verkaufen hier. So, dann würde ich aber hier was verkaufen. Mal sehen, was wir an jahreszeitlichen Sachen haben. Und nochmal das, juhu, das ein oder andere verkaufen. Juhu! Ich kann fliegen! Ja. So, können wir hier noch verticken? Reichlich von diesen Dingern hier. Und ein paar Blümchen. Ach nee, da sind keine Blümchen. Nochmal zurück. Moment, das sind die Blümchen. Das kommt weg. Ja, für diesen Eieromelette habe ich reichlich. Da wollte ich die nämlich auch verkaufen. Pilzomelette, das will ich doch mal gern behalten. Gerillte Meeresfrüchte, Knollensalat. Das bringt auch gutes Geld. Sämige Meeresfrüchte-Suppe. Hm. Ah, lohnt sich auch nicht so sehr. Ich würde sagen. Hier haben wir noch gegrillten Pilz. Ne? Gibt uns auch nochmal Energie. Das reicht ja eigentlich auch.
Und dann verkaufen wir den Knollensalat hier auch noch. So. Was gibt es denn bei euch hier Leckeres? Aha. So, Blumenkohl. Ah, die hat immer dann selber. Paprika gibt es hier. Mais. Dass wir jetzt so eine höhere Feldarbeitsstufe haben. Was haben wir denn? 8. Ah. Gott, wie lange muss ich denn noch buddeln, um da was zu kriegen? Seid ihr des Wahnsinns? So, was hat die jetzt hier? Jobaufgaben. Ernte 30 Gemüse an einem Tag. Aha. So. Puh, okay. Na, dann wohl dasselbe wie immer. Okay. Ja, da können wir auch Bodenpflanzen Verwandlungsdünger verwenden, weil das macht dann auch keinen Sinn. Naja, gut. Naja, gut, da müssen wir noch einiges dran machen. So, jetzt aus. Mutter der Waldlichter. Wir müssen das geheimnisvolle Portal finden. Dann haben wir das hier. 50 Dohover Buß aus den Salzwasserminen. Ja, okay. Das kriegen wir auch so hin. Und am Stand ist die hier. Schaurige Wald. Wir haben ja jetzt auch ein Topaz-Siegel. Da wird natürlich auch die Frage, wo das passt. Ne? Oh, wie ein Schmetterling. Plupp. Hat die noch irgendwas zu sagen? Jetzt auch auf Salz, das ist ja gut. Finde meine Markierung in meinem Lieblingsschwimmloch. Ja, okay. Was, wo immer das sein soll. Die hier. Okay, wir nur labern. Gleich zwei Schnecken. So, den direkt auf einmal. Oh, hier haben wir nochmal. Ich könnte meine Energie zurückkriegen. Na, ich hab Stand noch. Jupp. Hihi. Ja, wo die wohl ihren Lieblingsschwimmloch hat. Ich denke mal am Strand. Das vermute ich doch mal. Die haben ja auch noch so ein Ding hier. So, das heißt, hier haben wir jetzt auch endlich mal freie Bahn. Das hier ist es. Kann man das hier wohl wegmachen? Wir haben nur den einen. Ah, es bewegt sich allerdings. Aha, okay. Interessant. Mal den auch nicht zu sagen. Hui! Oh. Ich krieg dich. Flipp. Ah, mein Rucksack ist voll. So, was haben wir hier? Das war eine Aquamarine. Okay. Ah, hallo? Darauf, widerwilliger Krieger, Galan. Strudel sind eine echte Gefahr für Seeleute. Gut, dass du sie losgeworden bist. Eine Makaroni mit Käsesalat haben. Ja, die hätte ich auch gern. Okay. Was macht der überhaupt hier?
Aha, hier haben wir ein Topaz-Siegel. Also ist das hierfür. Den schaurigen Wald. Okay. Gut zu wissen. Hier noch irgendwo was? Nee, hier steht nur hier die große Chefin rum. Denke ich mal. Ja. Geht's denn hier überhaupt hin? Kann man schlecht sehen hier. Geht's aber tief runter. Ein Glühwürmchen. Ja, das ist nochmal ein Ruf. Kann man jetzt eh nichts mit anfangen. Gibt's hier noch irgendwas in den Bergen? Der Nie hat man vielleicht noch zufällig entdeckt hier. Hier ist noch was. Oh. Hier wird's kalt. Oh. Ein dekorativer Baum. Uiuiui. Jetzt sind wir im Eisblock. Oh, das sah interessant aus. Hui. Aha, jetzt sind wir hier wieder gelandet. Okay, ja, gehen wir vielleicht mal ins Bett. Wir sind jetzt eben ein bisschen angeschlagen. Kalte Füße, nicht so gut. Huch, ja. So, ja gut, ein bisschen was haben wir verdient. Kikiriki! Ja, die sind wieder kalt. Na gut, so. Wir haben einen Falter, den wir verticken können. Die Schneckchen. So, hier nochmal gekochtes Ei. Können wir auch alles verticken. Wir haben hier schon wieder ein bisschen was. Und wir haben vor allem auch was. Ein bisschen Platz hier. So, ich muss hier mal aufräumen. Hier brauchen wir nichts gießen. Ist ja schon mal gut. Haben wir eine neue Blümchen bekommen. Da ziemlich viele. Ist schon wieder Rucksack voll. Naja, gut, wir müssen die mal leer machen. Das brauche ich eigentlich nicht mit mir rumschleppen. Ne? Die Fische brauche ich eigentlich auch nicht. Die auch nicht. So, das ist alles was zum Essen. Das ist Honig. Den Tee bräuchte ich wahrscheinlich mal. Ah, falls man ein Geschenk will. Ah, das. Ah, Mana-Trank. Gut, den würde ich, glaube ich, lieber mal behalten. Schwupp. Edelsteinpolierer. Hier könnte man noch so einen polierten Topaz eigentlich draußen machen. Und den können wir mal hier reinschmeißen. Okay. Noch eine Bienenkönigin, okay. Können wir machen. So. Das Topaz-Siegel. Das können wir uns dann schon mal schnappen hier. Das haben wir auch dabei. Ja, wunderbar.
So. Da musst du dann nochmal Spezialdungen draufschmeißen. Und hier nochmal Blümchen. So, alle weg. Wunderbar. So, das machen so Tierchen. Da müssen wir auch noch mal gucken. Ja, das Futter haben sie. Gut, das muss ich mal einsammeln. So, jetzt brauche ich auch erstmal Streicheleinheiten. So, du Ash. Ups, das ist mir rausgeworfen. Na, war noch gar nicht so weit. Habe ich jetzt echt gestreichelt? Und wenn jetzt so da am Ausgang ist, ist das schwierig. Och, nee, dämliches Programm. Na gut, lassen wir das. Jetzt sauerst. So, haben wir noch einen wärmenden Tee. Kühlend ist nicht so gut. Da haben wir was. Zack. Yummy. Geht's denn hier oben eigentlich aus? Huia! So, hier haben wir reichlich Futterzeug. Sehr schön, hier auch. So, hier müssen wir noch Mumus und so weiter hier reinbringen. Ja. Die haben dann alle schön ihren Stall. Wunderbar. So, mit der Produktion auch anfangen sozusagen. Wilder roter Mango. Feinschmecker und Bäckerstutzen. Machen wir mal, was geht. Was haben wir hier noch? Ja. Komm ich da mal dran? Hallo? Ja. Das können wir mal fertigen. Schneckchen! Flimp. Haben sogar Energie wieder gekriegt. Sehr schön. Was ist das denn? Aha, eine Heidelibelle. Okay. So, ihr kommt mal weg hier. So, Blümchen haben wir alle vertickt. Wunderbar. Hier noch so ein Ding. So. Na, was will er jetzt? Wie geht's? Eine Aufgabe, ja. Zeige Alaric Bärentee. Ja, das ist ein bisschen umständlich manchmal. Wahrscheinlich, dass ich das nicht direkt aus dem Inventar geben kann. Wo ich das wusste, das hast du mir noch gerade gesagt, du Nase. Okay, aber gut. Haben wir diese Mission auch erledigt. Wunderbar. Gut, wie wir sind, was ist das? Ja, liegt hier eine Uhr? Was war das? Cleo. Ach, das war ihre Markierung, weil sie hier gern schwimmt? Darauf soll man erstmal kommen. Ah. Okay. Hui. Ach, das war diese Pepper, oder wie die heißt. Taco! Die möchte Wollstoff. Okay. Oh, nochmal so eine Libelle.
Plopp, hab dich. Was mit dir? Na, grüß und hallo. Freundaufgaben? Muss ich jetzt hier alle mit Bärentee versorgen? Okay. Noch mal klicken. Da kommt dieser blöde Text. Also das ist zu umständlich, finde ich. So. Was hat er? Also das haben wir ja eh. Ja, mein Gott, das war jetzt nicht so dramatisch, aber dann so im Theater. Oh, können wir mal Pilze sammeln jetzt zum ersten Mal hier. Okay, was ist das? Walnüsse. Oh, die sind auch neu. Die gibt es nur im Herbst. Bestimmt eine Pilze können wir hier machen. Oh. Oh. Komm mal denn da hin. Ui, 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 ui. Oh. Ich hab's geschafft. Juhu. Aber was bringt mir das jetzt? Hm. Ich hab jetzt hier irgendwie. Hier noch irgendwo was? Hm. Oh. War es das? Ist hier dieses Portal oder was? Aha. Okay, das hat jetzt schon gereicht. Also das war das geheimnisvolle Portal, was ich finden sollte. Okay, okay. Ein Bienchen, ein Bienchen. Oh, ich brauche ein Bienchen. Wo ist denn mein Mann? So. Also dieses Portal Dingsbums hier. So, Torpa-Siegel. Renn damit. Jawohl. Passt doch super. Und ab nach Hause. Juhu! Ich muss für mich selber mal Bärentee machen, weil der ist ja arschkalt langsam. Eieiei. Hab ich noch welchen? Ja. Ja, dann gehen wir mal zur Mutter der Feen hier. Oder fliegen, hüpfen. Hui. Hui. Ja, ernsthaft bitte jetzt hier. Wir müssen arbeiten. Konzentration. Hallöchen. Wir haben großes Glück, dass die wilde Magie stark genug ist, um uns zu helfen, aber nicht so stark, dass sie nicht mehr beherrschen können. Bitteschön. Und hast du das Leuchten des Tors gesehen? Besitzt es noch etwas von seiner Magie? Ja. Gut, dann müssen wir noch eine wichtige Sache besprechen. Auf der anderen Seite des Tores befindet sich ein verborgener Teil von Azuria im Feenreich. Das wunderbare Geschöpf von Pflanzen, wie du sie noch nie gesehen hast, die von freundlichen und hilfsbereiten Elfen gepflegt werden. Warum ich das Tor versiegelt habe? Nun, weil etwas Schreckliches im Feenreich passiert ist. Ein seltsamer Nebel oder Miasma, wie wir es nennen, begann aus der treibenden Ruinen zu sickern. Zuerst dachte ich mir nichts dabei, doch dann wurden die Menschen, die dort lebten, krank. Als ich das Miasma immer weiter ausbreitete, waren die Menschen im Feenreich gezwungen, es durch das Feentor zu verlassen. Schließlich erreichte das Miasma das Feentor, und welch ein Unglück, es begann auf die menschliche Seite von Azoria zu sickern. Hm, das war diese komischen schwarzen Schatten hier, oder was? Ich habe es versiegelt und Azorianer gebeten, das Tor und das Feenreich zu vergessen. Es war zu ihrem eigenen Schutz. Ich konnte nicht zulassen, dass jemand aus Versehen hindurchreist. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, das Tor wieder zu öffnen und die beiden Teile von Azoria zu vereinen. Ich habe einen Verdacht, was die Quelle des Miaspas angeht, und ich glaube, du bist die einzige Person, die es aufhalten kann. Natürlich, wer sonst? Ich brauche eine Reihe von 8795 Zutaten, also nicht ganz, aber wahrscheinlich, um das Tor mit Hilfe von Magie zu öffnen. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Ich hab's doch gesagt. Polierter Topaz. Das wird teuer. Okay. Wir kriegen dafür 3000 Florin. Naja. Oh, ich habe schon 7000. 9700 und.
Okay, aber gut verdient. Hab keiner mehr drauf geachtet, muss ich sagen. Ist dann irgendwann auch gar nicht mehr so wichtig. Okay. Dann werden wir das mal machen als neue Mission. Wir haben ja einen Edelstahlschleifer, also Innenstahlschleifer. Wir brauchen halt noch ein bisschen mehr Material. Also heißt es jetzt wieder ab in die Minen. Und dann gucken wir mal, ob wir das Tor zum Feenreich hier öffnen können. Damit wir auch nicht mal alleine rumfliegen müssen. Als die letzte Fee hier. Juhu! Und der ist arschkalt. So, dann sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich gehe mal rein in die Bude, mach die Heizung an. Bye, bye!